der Aerobic-Trainer von Maren Müller-Wohlfahrt. Harald Schmidt. Sehr aufmerksam. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ein großartiges, sensationelles Wochenende liegt hinter uns, meine Damen und Herren. Prominenten, wer wird wetten das? Der große Preis von Monaco und ein sensationelles Porträt unserer Kollegin Frauke Ludewig von Boris Becker. Alles bei RTL, dem großartigen befreundeten Sender. Und Boris Becker hat, Sie werden das Interview auch gesehen haben, in diesem Interview gesagt, was man sich denken könnte. Sehr, sehr viele Männer mit homoerotischen Neigungen fühlen sich von ihm angezogen oder fühlen sich zu ihm hingezogen. Sehr viele Männer, die der gleichgeschlechtlichen Liebe frönen, wie es damals im alten Griechenland erfunden wurde, sagen, ja, Boris, das wäre was für mich. Und wenn das so ist, dann fragen wir uns, warum ahmt Boris das Sprechen dieser Menschen nach? Ich meine, klar. Ich kann es nachempfinden. Ich weiß, wie es ist, wenn man von Homosexuellen begehrt wird. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Dann eröffnet in Köln die erste Kneipe mit dem Titel Bobbele. Heute Abend im Bobbele. Was ist das, was unsere homosexuellen Freunde, die ja auch den Hauptkreis unseres Publikums ausmachen, was unsere homosexuellen Freunde... Wieso sie nicht? Was ist das, was Menschen mit homoerotischer Neigung so an Boris fasziniert? Sind es die trainierten Beine? Sind es die muskulösen Arme? Ist es die Bäckerfaust? Wir wissen es nicht. Es muss irgendetwas sein... Eine Ausstrahlung ist natürlich so, wenn Sie Boris sehen, das geht schon ziemlich stark ins griechische und Renaissance-Ideal. Diese Körper, Sie wissen es. Die sind unglaublich. Obwohl, die Gemächte sind eigentlich relativ klein, stelle ich fest, in den Museen. Unglaubliche Gesäßmuskeln, Gluteus, wahnsinnige Armmuskeln, aber dann relativ... Antike. Heute Abend zwei Top-Gäste. Der erste Gast ist mittlerweile ein lieber Freund von uns. Er ist ein großartiger Komödiant. Für mich ganz schwer einzuordnen, ist es Kabarett, ist es Comedy oder ist es einfach gut. Was er macht, man nennt ihn den Poet unter den Komikern. Das kann für viele das Karriereende bedeuten. In seinem Fall ist es eine Auszeichnung. Sein Soloprogramm heißt Johann König liest, singt und macht. Heute Abend mit einem Ausschnitt bei uns Johann König. Mein zweiter Gast, für mich eine der größten Moderatorinnen aller Zeiten, damals noch bei MTV. Stundenlang habe ich ihre Sendungen angeschaut. Sie lebt in London seit vielen Jahren und jetzt möchte sie ausziehen in ein Land. Und wenn Sie schon mal nachschauen wollen, das könnte auch die nächste Frage bei Günther Jauch sein, Belize. Wo liegt Belize? Ich selber weiß es auf Anhieb nicht. Sie wird es nachher uns sagen. Simone Angel! Eine betrübliche Nachricht. Der Erfinder des Containers ist gestorben. Keine Angst, John de Mol, geht es gut? Ich meine, den Mann, der damals wirklich, Malcolm McLaren hieß er, wurde stolze 87 Jahre alt und ging in eine andere Welt. Was steht in solchen Fällen auf den Grabstein? Ich glaube, in meinem Fall würde man draufschreiben, meines 18 Meter lang.
Wenn ich den Container erfunden hätte. Kennen alle Berlin? Die nächsten Scherze beziehen sich auf das Thema Berlin. Kennen alle Berlin? Berlin ist unsere Hauptstadt. Ja, Berlin ist unsere Hauptstadt. Und haben Sie gewusst, dass Berlin pleite ist? Ja, natürlich, das überrascht keinen mehr, aber jetzt ist es offiziell. Da ist ein bisschen bei den Kumpels in Berlin was schiefgelaufen. 9 Milliarden Schulden, keine Hilfe vom Bund, keine Hilfe von Land, das ist auch völlig okay. Aber man ist doch überrascht. Pleite, Berlin. Das ist übrigens in vielen Familien so, wo der eine Teil Ossis ist. Achtung, Achtung. Also mich überrascht, dass Berlin so arm ist. War doch mal schließlich Reichshauptstadt. Wie heißt das Berliner Maskottchen? Der Bär wurde jetzt ausgetauscht wegen der Pleite gegen Bullen. Erlauben Sie, dass ich kurz abschweife. Bullen und Bären sind ja aus der Börsensprache, das wissen Sie. Und heute hier in Köln, in unserer wunderbaren Köln-Arena, eine große Veranstaltung, Jahreshauptversammlung der Telekom. Haben Sie es gesehen? Waren Sie vielleicht zum Teil da? Und ich habe einen neuen Lieblingsbegriff kennengelernt, der Telekom-Kleinaktionär. Der Telekom-Kleinaktionär war sehr böse, der Telekom-Kleinaktionär. Sehr, sehr böse, denn zum ersten Mal hat er gewusst, dass er nicht nur ein Telekom-Kleinaktionär ist, sondern auch so behandelt wird. Ich möchte mal hören, wie das mit den Immobilienwerten war, bevor die Telekom an die Börse gegangen ist. Und Ron Sommer, der Erfinder und Besitzer der Telekom, ruhig, souverän, sprach eigentlich so, als ob diese T-Kleinaktionäre gar nicht so böse wären. Sie waren sehr, 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 sehr böse. Ich bin bei 68 reingegangen, jetzt ist aber 28. Und als der Mann das gesagt hat, war er schon bei 25. Die Telekom. Kleiner Kerl. Berlin ist so pleite, es soll jetzt umbenannt werden in Expo City. Dann, stopp! Stopp, 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 stopp. Nicht immer gleich ausrasten. Ja? Haben Sie mitbekommen, Lothar Matthäus und Maren Müller-Wohlfahrt, man weiß nicht, ob sie sich getrennt haben, aber sie nehmen eine Auszeit. Maren geht nach New York, um ihr Schauspielstudium wieder aufzunehmen, zu vollenden. Und Lothar möchte Inter Mailand helfen. Ja, vorbei, diese Liebe. Man hätte es wissen können. Ja, sicher. Die sind ja hier immer spazieren gegangen. Aber bei dem Altersunterschied, da kann es ja auch im Bett nicht mehr klappen. Wir wissen nicht hundertprozentig, ob es zwischen Lothar und Maren zu Ende ist. Es ist oft so in Beziehungen. Es ist oft so. Hier, Berti. Bertis Ehe ist intakt. Das ist ein großer Schutz zu Hause, wo ihm so übel mitgespielt wird. Aber Berti ist eigentlich im Jubel der Champions League sehr, sehr klimpflich in Leverkusen davongekommen. Guck mal, hier reißen schon die Gummis ab. Ja. Aber welche. Guck mal, es fällt hier alles auseinander. Hier, Fragezeichen. DAX war alles mal Liebling des Monats. André Rieu. Ganz früher. Oh, das war lange her. Ich muss ja schnell kleben, nicht, dass mir das kaputt geht während der Sendung. Jetzt haben wir aber den Teaser nicht hier, weil der ist ja nur da, wenn der neue Liebling des Monats gemacht wird. Soll ich das festbinden? Na, oder ich stelle es vorsichtig hier rüber und lehne es am Telefon fest. An unserem Telekom-Apparat, denn wir sind ja Telekom-Kunden. Telekom-Kleinaktionär. Sehr, sehr engagiert, diese Leute. Hast du es auch gesehen? Nee. Ja, interessiert dich wieder nicht, wenn doch, ich habe ja auch Telekom-Aktien, bin auch Telekom-Kleinaktionär. Auch Kleinaktionär? Ja, ja, natürlich. Bei ja. Wie viel gekauft? Bei 28,50. Ja, ist doch gut. Das ist fantastisch, ja, das sind super. Die ganz schlauen. Ja, ja klar. Ja. Ja, aber Lothar und Maren, es ist nicht offiziell mit dieser Trennung, aber es gibt schon erste Reaktionen aus dem Elternhaus von Maren. Sie wissen, der Bayern-Doc, der attraktivste Mann auf der Bank bei Bayern München. Viele Frauen fragen immer während des Fußballspiels, wer ist denn der mit den langen Haaren? Das ist der Vater von Maren Müller-Wohlfahrt, Herr Dr. Müller. Wie heißt er mit Vornamen?
Der ist nicht Bernd. Nein, das ist. Wie? Wie heißt denn Dr. Müller-Wohlfahrt mit Vornamen? Wolfgang? 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 Heißt er Wolfgang? Heißt er wirklich Wolfgang? Sind Sie sicher? Dr. Wolfgang Müller-Wohlfahrt. Wir gehen mal auf www.wohlfahrt.de oder www.bayern.de. Da muss ich ja durchstehen. Unter bayern.com/.telekom. Da steht das. Dr. Müller-Wolfgang. Und wir haben in dieses Elternhaus ein Kamerateam geschickt, um erste Reaktionen abzufragen. Was sagen Sie dazu zur Pause in der Beziehung Ihrer Tochter Marin zu Lothar Matthäus? Warum gehst du jetzt hier bei Google und Hupf und so weiter? Naja, das ist so eine Suchmaschine. Warum gehst du einfach auf die Bayern-Homepage? Da ist immer nur Dr. Hans Wilhelm. Siehste, Wolfgang Müller-Wohlfahrt. Hans Wilhelm? Ja, der heißt eigentlich überall immer nur Doktor, ne? Er heißt entweder der Doktor oder der Bayern-Doc oder der Doc. Oder Leute, die ganz, ganz, ganz nahe an ihm dran sind, die sozusagen von ihm persönlich behandelt werden. Weißt du, wie du die nennen? Müvo. Müvo? Echt? Habe ich letzte Woche erfahren. Menschen, die also sozusagen so nahe an ihm dran sind, näher als Lothar, ja, die sagen, ich war bei Müvo. Und als Laie sitzt man erstmal aus und sagt, wo? Müller-Wohlfahrt. Wird dann so, aber die Leute halten nach Müvo die Luft an. Ich war bei Müvo. Müller-Wohlfahrt. Weil sie schon wissen, dass du fragst. Sie hoffen, sie beten dich an. Bitte frag mich, wer das ist. Ja. Ich war bei Müvo. Müller-Wohlfahrt. Mein Besuch bei Dr. Müller-Wohlfahrt. Wer schreibt das, Lothar? Nee, Christian Brandt, der schreibt das auch für Spiegel Online, dieses... Also, und das schauen Sie, können wir Dr. Müller-Wohlfahrt einmal groß zeigen? Unglaublich, hier, schauen Sie diese Haare. Das treibt Frauen in den Wahnsinn. Wirklich wahr. Da kommen eigentlich nur noch italienische Nationalspieler ran. Oh ja. Vom Aussehen her. Oh, wer ist denn der da? Müller-Wohlfahrt, der Arzt. Bei jedem Spiel muss man das erklären, bei jedem. Oh, wer ist denn der, der da reinrennt? Müller-Wohlfahrt. Müller-Wohlfahrt? Ja, der ist schon über 50. Echt? Fantastisch. Man sieht sie mir nicht an, muss man sagen, beneidenswert. Nee. Ja. Gestern war es soweit, meine Damen und Herren. Weltrekord-Einschaltquote bei unserem Freund Günther Jauch. 80 Millionen Zuschauer. Thomas Gottschalk hat die DDR gewonnen. Bei. War das so? Nee, haben wir gespendet. Er hat 1 Million Mark für die DDR gespendet, 500 davon hat RTL bezahlt, 500.000 genau, und ja. 500.000 er. Was war eigentlich die Millionsfrage bei ihm? Ich hab's die war, was ist gleichzeitig ein Tier und eine Pflanze? Seegurke, Seestern, See... so, also alles mit was See. Was ist Seestern? Richtig. Seestern, ja. Er hat auf Seegurke getippt, hätte ich ja, es ist sehr schwierig zu wissen. Ich habe damals versagt, bin ja runtergestürzt auf wie viel? Auf 34.000, 32.000? 32.000. Ja, 32.000. Und das war absolut Rekordquote, 130 Millionen Zuschauer. Ja. 10 Stunden hat die Sendung gestern gedauert. Es war, eigentlich sollte es die letzte Sendung vor der Sommerpause sein, aber nach diesem großen Erfolg hat der Besitzer von RTL, der wie heißt? Hansi Mahr. Hansi Mahr oder wie wir nennen, der Mahansi. Wenn Sie... Ihm gehört RTL. Und wenn Sie ganz, ganz groß sind, wenn Sie sozusagen in jeder Linie dieser Welt fliegen dürfen, egal wohin, wenn Sie das Gulasch per Fleurop geschickt bekommen, dann sollten Sie sagen, der Mahansi und der Müvo. Wenn Sie eigentlich sagen, ich war mit dem Privatjet auf dem Weg vom Müvo zum Mahansi, dann sind Sie sozusagen sowas von in, dann kriegen Sie RTL geschenkt. Ja? Und der Mahansi hat entschieden, ja, nackt in seiner Garage, er hat gerade den Gartenschlauch repariert, weil er spritzt im Sommer gerne eine Eisbahn in seiner Garage. Und da hat er gehört, was für ein Erfolg das war. 180 Millionen Zuschauer. Da hat der Mahansi nackt zu etwas gegriffen, von dem er geglaubt hat, dass sein Handy ist. Ja? Und hat ihn reingeschrien, macht eine Sondersendung! Und morgen Abend, meine Damen und Herren, 20.15 Uhr, 10 Stunden, die neueste Ausgabe von Wer wird Millionär? So, vor mir sitzt jetzt der Herr Schupp und der Herr Schupp hat eine kleine Schrulle, kann man sagen. Genau, ich schmuse gern mit so Oma-Handtaschen. Sehr goldig. Ne? Ja, ich drück die so an meine Backe, ne? Geb denen ein Küsschen, ne? Ja, ist ja herrlich, aber Sie sind natürlich auch geisteskrank. Ja, das stimmt, klar.
Ah, klasse, ich auch. Ich hab auch richtig einen an der Waffel. Ich knutsche nämlich gern so versiffte Topflappen. Echt? Das ist ja abgefahren. Dann fangen wir mal an, okay? Wie nannte man kranke Freaks wie uns früher auf dem Schulhof? Hm? A. Schizo, B. Hirni, C. Spasti oder D. Schwuli? Das ist hart. Was der Doofi nicht? Nein. Ich muss raten. A. Schizo. Schizo? Was meinst du dazu? Hm? Ist Schizo richtig? Ja, Schizo richtig. Ja! Obwohl, mein erster Gedanke war ja doch B. Hirni. Hirni ist richtig. Echt? Auch richtig? Klar, alle vier Antworten sind richtig. Gucken Sie sich die zwei doch nur mal an. Freuen Sie sich schon auf die nächste Folge von Wer wird Millionär für Irre? Nur bei RTL. Ich werde nicht mehr. Herr Antrag hat gerade etwas festgestellt, das wird sich zu Hause interessieren. Ich weiß, dass viele von Ihnen jetzt schon wieder zum Hörer greifen oder zum Faxgerät, weil wir irrtümlich eine falsche Auskunft gegeben haben, nämlich, dass... Die richtige Antwort war nicht Seestern, sondern Seerose. Ja, die Seerose ist halb Pflanze, halb Tier. Nein, nicht halb Pflanze. Es gibt sowohl eine Seerose, was ein Tier ist, und eine Seerose, was auch eine Pflanze ist. Ach so. Ja. Ach, ich dachte, das wäre so ein spezielles biologisches Geschöpf. Nein. Wie? Es gibt, also wenn du sagst, Schatz, bring mir eine Seerose und die Frau bringt eine Pflanze, kannst du nicht sagen, was soll der Scheiß? Ich habe gesagt, bring mir eine Seerose, sondern sie hat in jedem Fall recht. Ja. Das ist ja unglaublich, da sehe ich ja Prozesse auf uns zukommen. Es gibt ein Tier, das eine Seerose ist und eine Pflanze. Ja. Kann man die unterscheiden? Sehen die unterschiedlich aus? Haben wir schon mal eine gesehen? Naja, Seerose hat man schon mal gesehen. Und, also Pflanzenseerose. Eine Pflanzenseerose, aber eine Tierseerose. Tierseerose. Gibt es nicht auch eine Krankheit, die eine Seerose heißt? Herr Doktor, ich habe eine Seerose. Und zwar mit Doppel-E oder mit H. Der Chef und Besitzer von RTL heißt wie? Mahansi. Das fangen wir morgen ab. Schreiben Sie bitte in Ihr RTL-Schulheft Mahansi. Der Mahansi ist der Chef vom RTL. Denn das heißt vom RTL. Vom RTL und beim Sat.1 im Ersten. Oft sagen Menschen zu mir, wo kommt das denn? Im ZDF oder beim ARD? Nein, am Sat.1. Fußball ist zurzeit in der Pause. Es sind schon die ersten Begegnungen bekannt. Herr Antrag ist völlig aus dem Häuschen. Der 1. FC Köln wird das erste Spiel der neuen Saison in Stuttgart beschreiten. Ein echtes Knallerspiel. Und wir haben uns gedacht, die fußballfreie Zeit, warum nicht mit einem kleinen Quiz überbrücken? Denn Quiz ist in, Quiz boomt. Und eine Dame, ein Herr hier von Ihnen aus dem Publikum, meine Damen und Herren, Sie können auf den Plätzen bleiben, hat jetzt die Gelegenheit, 100 Mark zu gewinnen. Hier ist unsere neue Fußball-Quiz-Sensation. Und zwar, meine Damen und Herren, wir alle kennen Begriffe, Schlagworte aus dem Fußball, wie zum Beispiel, ich sag mal, das Wunder von Bern. Jeder Fußballfan weiß, was mit dem Wunder von Bern gemeint ist. Und solche Begriffe gilt es heute zu erraten, einen solchen Begriffen. Und hier, meine Damen und Herren, kommt als Rätsel verstellt der Begriff, den es heute zu erraten gibt. Der erste Begriff in unserem Fußballquiz. Hallo Sven, der scharfe Sven. 100 Mark für eine Dame oder einen Herrn zu gewinnen. Um welchen Begriff, um welche Redewendung aus dem Fußball, die jedem Fußballfreund vertraut ist, soll hier erraten werden. Schauen Sie es genau an. Ein Autokennzeichen und eine Ente mit einem Pinsel. Wer weiß es? Bitte Handzeichen, es gibt 100 Mark zu gewinnen. Autokennzeichen Plön in Schleswig-Holstein. Und eine Ente mit einem Pinsel. Der Begriff, den wir hier suchen, ist der... Geist von Malente. Jawohl! Wer weiß? Wer weiß? Hier oben. 100 Mark zu seiner Seite, sei sie nett. Können Sie noch mal Handzeichen geben, bitte? Jawohl. Fabelhaft. Oh! Oh! Ja.
Fischchen. Das ist neu. Oder ist das ein Verwandter und du hast ihn vorher verraten? Nein. Der... Er war es... Der, wo war er denn hier? Ja, da, nee, links. Hier, ist gar nicht einfach einzufangen. Das ist ein bisschen in, guck mal, wer da hämmert mit dem Nachbarn, wo man nie das Gesicht ganz sieht, ne? Ja, jetzt. Fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. 100 Mark. Fantastisch. Der Geist von Malente. Der Mahansi, der Besitzer von RTL, wird gestern vor Freude überglücklich gewesen. Das war ein Rekordwochenende. Formel 1, Schumi gewinnt. Sensation, wer wird Millionärquote? Und das große, große Interview, Frauke Ludewig, auch Franz Josef Wagner, der oft sehr kritisch ist, in der Bild-Zeitung war heute begeistert und hat gesagt, Glückwunsch RTL, Glückwunsch Frauke Ludewig. Es war ein sensationelles Interview, Frauke Ludewig mit Boris Beck. Und wir haben uns gedacht, Moment, viele von Ihnen werden es gesehen haben, aber den einen oder anderen hat das schlechte Wetter vielleicht doch ins Freie gelockt. Schöne Formulierung, den einen oder anderen schlechte Wetter vielleicht doch ins Freie gelockt. Und wir zeigen Ihnen das nochmal. Stopp! Fällt mir da ein. Mein Team denkt ja sowas nicht, ja? Ich muss ja alles selber denken. Es ist so, diese tollen Programme, die Sie überall sehen, die kosten sehr viel Geld. Wenn wir zum Beispiel aus Versehen mal eine halbe Stunde Formel 1 Rennen zeigen von RTL, dann kostet das im Grunde 15.000 Mark pro Minute. Pro Minute einzuzahlen auf Mahansi bei der Stadtsparkasse Dipfelsborg. Ja? So, wir können nicht einfach tolle Beiträge von anderen Sendern oder auch vom eigenen Sender zeigen, wir müssen dafür bezahlen. Aber was erlaubt ist, ist, dass wir Ihnen tolle Sachen erzählen. Alle unsere Mitarbeiter nehmen das ganze Wochenende tolle Sachen auf im Fernsehen. Und unser Kollege Peter Rütten hat dieses fantastische Interview mit Frauke Ludewig und Boris Becker aufgezeichnet. Und er sitzt hier draußen. Und zum Beweis, dass RTL sieht, dass wir wirklich nichts zeigen, dass wir es ihnen nur noch mal erzählen, wie toll das war. Können wir das mal sehen, wo Peter Rütten da draußen sitzt? Ja. So, hier sehen wir. Lass die Decke drüber, damit nichts zu sehen ist, Peter. Ja, Peter Rütten hat eine Decke über dem Videorekorder. Du kannst es jetzt sehen, Peter. Ja, ich sehe gerade super Bilder, die gehen über den Strand, Frauke und er. Und, oh, scheiße, Moment. Das ist tatsächlich, dass Männer glauben, man könnte bei ihnen noch landen. Jetzt sitzen sie im Sand und sie fragt, können Männer bei dir landen? Das fragt ihn Frauke. Und Boris sagt, ich habe schöne Oberschenkel, das passiert mir öfter und die fassen mir an den Hintern. Das ist jetzt diese berühmte Stelle. Ja. Können wir das hören? Moment. Warte mal, ich bringe dir ein Mikro. Hast du es gerade gehört? Ich hab's gehört, aber halt mal, darf man eigentlich hören oder gehört dem... Hören ist okay. Ist Hören erlaubt? Ja, ja, Hören oder ist gehört es auch dem Mahansi? Na, Hören ist Nein. super. Halt mal das Mikro ran, ja. Ist ein Traum. Für die Hälfte meines Lebens in kurzen Hosen rum. Und das finden viele attraktiv. Das finden viele, habt ihr, ja? Ich denke mal, dass seitdem sie geschieden sind, dass sie auch extrem viel von Frauen angemacht werden. Das ist doch bestimmt mehr geworden. Jetzt fragt die Frauke wegen der Scheidung. Eigentlich nichts mit meiner Scheidung zu tun, im Gegenteil. Freunde, das ist doch unverschämt, gerade wenn du verheiratet bist. Okay. Er wollte nichts über seine Entscheidung sagen? Ach so, hat er auch nicht gesagt. Nein. Er wollte nichts sagen. Ja. Und ist jetzt diese Stelle drin, wo er den Oberkörper steht, er streicht über den Oberkörper. Ist das jetzt drin? Das war vorher. Kann man nochmal zurückspulen? Ja. Spulen darf man. Man darf nur nicht zeigen, wie man spult. Also auch wieder darf man nicht zeigen. Sehen nicht. Deswegen hat Herr Rütten diese Decke über den Kopf. Ja. Damit... Hast du es? Nee. Kannst du denn sehen, ja? Ja, ich sehe ihn, ich habe ein Bild. Jetzt ist er bei Lagerfeld. Bei Lagerfeld? Ja, ja. Was macht er denn da? Er streicht sich über den Nacken. Nee. Er lässt sich fotografieren, lässt sich schminken, findet die Arbeiten von Lagerfeld sehr interessant, findet es toll. Jetzt sind sie am Tennisplatz. Ja. Also Frauke hat eine super Sonnenbrille, er auch. Ich glaube, da streicht er sich. Das ist eigentlich die Streichelstelle, oder? Welche? Moment, lass mal laufen. Super. Achtung. Aber für einmal, wenn ich mich in den ersten 100 da bewege, fühle ich mich ganz wohl. Aber der Name Boris Becker, der öffnet ja sicherlich auch Türen, auch in diesem Bereich des Geschäfts. Ja, schon, aber wenn ich dann nicht... Jetzt fängt er an, Sie zu streichen, so war das. Voll beitragen, dann ist auch der Name nicht. Also ich komme zwar Boris streichelt Frauke Ludewig? Ja. Habe, haben die was? Meinem Namen. Also ich glaube schon, also so wie er sich jetzt verhält, das ist, man kann das ja echt nicht sehen, aber es ist wahnsinnig interessant. Moment. Ja. Gut, wir machen weiter, Peter. Es, ja. es ist unglaublich spannend. Schade, dass wir es nicht richtig zeigen können, aber wir haben natürlich nicht 15.000 Dollar pro Sekunde, um das zu kaufen. Und man kann sowas auch nicht heimlich zeigen, weil das sehen die natürlich alle, müssen sofort schreiben, Anwälte, Briefe. Peter. Ich kann ja nochmal dann Bescheid sagen, wenn was Geiles kommt. Ja. Mein erster Gast gilt als der Poet unter den Komikern. Das aktuelle Programm heißt Johann König
liest, singt und macht. Herzlich willkommen mit einem kurzen Ausschnitt daraus, Johann König. Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Johann König, hat der Herr Schmidt ja auch schon gesagt. Und ich bin gestern Nachmittag so ein bisschen in der Stadt rumgelaufen. Also erstmal war ich in der Innenstadt und nachher war ich sogar auch mal in der Außenstadt. Aber da ist mir erstmal gar nichts aufgefallen. Und dann bin ich weitergelaufen und plötzlich war mir total langweilig. Und dann habe ich mir einen Stadtplan besorgt und bin rumgelaufen in Cafés und habe Leute angesprochen und habe die gefragt, wo die Runkelmörterstraße ist. Ja, das wussten die meisten nicht und ich habe denen dann anhand des Stadtplans erklärt, wie sie da am besten hinkommen. Sind da welche von hier? Die meisten waren interessiert. Kann man eigentlich nicht sagen. Aber egal, die Langeweile war schon mal weg. Und dann bin ich weiter durch die Stadt gebummelt, kann man fast schon sagen. Und irgendwann plötzlich stand ich in einem Supermarkt. Und dann habe ich kurz überlegt, wieso ich jetzt hier in dem Supermarkt stehe. Und dann habe ich gedacht, ja, da bist du wohl gerade reingegangen. Und jetzt stand ich da in dem Supermarkt und dann habe ich mich einfach mal gefragt, was ich denn jetzt kaufen könnte. Und dann habe ich gesagt, frag mich nicht. Und ich stand aber schon in der Obst- und Gemüseabteilung von dem Supermarkt und dann habe ich mich da so ein bisschen umgeguckt und dann habe ich gedacht, mit Bananenjohann kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Und ich habe mir dann zwei Bananen abgewogen und auf dem Zettel, der aus der Waage kam, also auf diesem kleinen Aufkleber, da stand aber drauf, dass das Möhren sind. Und da habe ich gedacht, ach, egal. Hauptsache gesund. Ich bin dann weiter durch den Supermarkt gelaufen und plötzlich wurde mir total heiß. Da habe ich gedacht, ach, jetzt ein Eis. Und dann habe ich eine Verkäuferin angesprochen und habe die gefragt, ob sie einen braunen Bär hätte. Das kennt er vielleicht noch, das war früher so ein Eis. Mit so einem Karamellkern innen, ja, ganz lecker. Ich habe früher immer als erstes den Kern gegessen und nachher den Rest aus der Hand getrunken. Naja, jedenfalls hat mich die Frau daraufhin angeguckt und hat gesagt, junger Mann, gehen Sie weiter. Dann bin ich weiter durch den Supermarkt gelaufen, habe überlegt, was ich noch kaufen könnte. Dann habe ich gedacht, ach, guck mal hier, Klopapier, kann man ja eigentlich immer gebrauchen. Und bei mir ist das so, wenn ich Klopapier kaufe, das ist mir persönlich immer so ein bisschen unangenehm. Und so war das auch diesmal. Ich hatte dieses riesige Paket Klopapier im Einkaufswagen und ich hatte ständig das Gefühl, alle bei Plus gucken mir hinterher und alle wissen im Grunde ganz genau, was ich damit vorhabe. Ich bin dann zur Kasse gehuscht, habe meine Sachen da aufs Fließband gelegt und dann sagte die Kassiererin, ach junger Mann, was haben Sie da denn? Klopapier? So viel Klopapier für Sie alleine? Na, Sie haben es ja wohl nötig. Und was haben Sie da noch? Ach, zwei Bananen, alles klar.
Wollen Sie nicht noch Olivenöl kaufen? Und da habe ich die Frau angeguckt und habe zu ihr gesagt, halt die Fresse. Und dann sagte sie, ja, das macht 10 Mark. Da habe ich gesagt, was, 10 Mark? Das hat zu mir ja noch keine gesagt. Hier, komm, 11 Mark, stimmt so. Ich bin dann rausgegangen, wollte meinen Wagen wegbringen, also meinen Einkaufswagen. Und da kam eine Frau auf mich zu, fragte, ob sie meinen Wagen haben könnte. Da habe ich gesagt, ja klar, hier sind die Schlüssel, steht draußen, ist ein grüner Mazda. Und dann sagte sie, nee, hätte sie das nicht gemeint. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja auch nur einen Witz gemacht. Sie humorlose Schachtel. Ich bin dann, ach, ja, ach. Ich bin dann rausgegangen und habe meinen Wagen gesucht. Dann fiel mir ein, dass ich hier nur einen Witz gemacht hatte. Hahaha. Habe ich mich noch mal kurz kaputt gelacht. Und dann habe ich gedacht, Johann, wenn du das nächste Mal in den Supermarkt gehst, dann kaufst du aber noch eine schöne Schlusspointe ein. Wiedersehen. Johann König, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Johann König, Simon Angel.